Du kennst die Aussage, wo oft Christen machen, es ist Gottes Wille, dass ich krank bin, damit ich etwas lerne. Solche Theologien sind entstanden, weil wir nicht aushalten können, eine Frage zu haben, die unbeantwortet bleibt. Die Frage, die oft Christen stellen, warum werden nicht alle geheilt, wenn es doch der Wille Gottes sein sollte, dass alle geheilt sind? Diese Frage will ich mir gar nicht mehr stellen, denn es zermürbt mein Herz und mein Glaube, wenn ich Gottes Güte in Frage stelle. Ich will dir aber trotzdem eine Antwort dazu geben. Die neutestamentliche Gemeinde heute ist weit entfernt von dem Standard, den sie am Anfang hatte. Petrus zum Beispiel ging spazieren und schon nur durch die Ausstrahlung seines Geistes im Abstand seines Schattens am Straßenrand wurden die Leute geheilt. Dieses übernatürliche Leben mit Zeichen und Wunder ist eigentlich der normale Standard. Aber wir sind heute so weit davon abgewichen. Einige von uns bewegen uns wieder in diese Richtung. Und nur weil wir noch nicht dort angelangt sind, sollten wir doch nicht das Ganze in Frage stellen, ob es wirklich Gottes Wille ist. Wir sollten solche Theologien wegwerfen, denn sie flößen uns nur Zweifel ein. Sie halten uns davon ab, dass Gottes Wille geschieht, nämlich dass wir gesund sind. Wir sollten unsere Zeit besser investieren, um wieder zu diesem normalen Standard, wie es in der Apostelgeschichte war, zurückzukommen. Anstatt zu hinterfragen, sollten wir Pionier sein, andere mitnehmen und ermutigen, uns in diese Richtung zu bewegen und die Absichten Gottes umzusetzen, dass sein Wille geschieht, dass jeder geheilt wird.